geht's ja los. Let's go. Jo, los geht's. Das war die war doch hier noch gar nicht da, die Lea. Ich bin da. Ich bin gerade da. Moment. Ich konnte noch nicht mal meine Mütze ansetzen. Ihr seid gemein. Das ist so, ich folge die Katz. Machen das gemeinsam. So, wo willst du hin? Ich hab dort oben meinen Task. Hm. Komm mit! Mann! Ja, das ging fix, ne? Ciao, Mentos. Aber ich wartet nicht. Mensch! Ich bin gerade ja als letztes von oben. Was ist los hier? Vor Electrical und den einzigen, den ich noch gesehen habe, ich kriege, war Lea Mascha von links nach rechts laufen. Ich also musste erstmal klarkommen. Das ging mir viel zu schnell. Mehr kann ich natürlich sagen, mehr habe ich nicht gesehen. Oh, die erste Runde ist sowieso immer ein bisschen komisch, ne? Also Lady, ja. Also Lady Katze safe, mit der laufe ich gemeinsam rum. Ich zeig doch, du alter Romantiker. Ja. Der Romantiker. Wir halten uns an Deals und so. Ja, wir müssen uns mal kommunizieren, wir müssen mit hin und her laufen mal ein bisschen. Ja, dass ich auch meinen Task machen kann. Über Electrical. Und ich bin halt als letztes von oben runter und der einzige, den ich im Licht gegen noch gesehen habe, von links nach rechts laufen, war halt Lea. Wait, why is Danny gemutet? Achso, er liest mir Dingens vor. So, ja klar. Ja. Also, wie gesagt, ich hab gar nichts gesehen. So, ich bin einfach nur von oben. Hast du nicht mitbekriegt. Felix! Lenny ist gemutet, du denkst nicht mit. Du gemacht? Du bist mir vorhin so angestrengt hinterhergelaufen und ich wusste nicht genau, ob du mich umbringen willst, ob du ein Alibi brauchst. Weil du von, glaube ich, auch aus. Kamst du aus dem Elektro? Nein, ich will dich doch nicht umbringen! Nein! Ich glaube, was das für eine Stimme. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du mich doch umbringen willst, Felix. Warum sollte er lügen? Du lügst immer. Ich habe keinen Grund zu lügen. Doch? Nein. Gastromix. Was hast du gestern Charlie, gegessen? Hör auf damit. Was? Was ist los? Der nächste Insider statt. Ich schick dir das nachher mal Lenny, alles gut. Ja, Lenny, schick das mal Lenny, dann weiß er Bescheid. Ich wollte mal anmelden. Franziska Weißbier, Alter. Dieser Insider existiert seit 13 Jahren eigentlich. Also, ich wollte mal was anmerken. Das ist so lange her, ist what the fuck, Alter. Ja, ich wollte mal. Krass, oder? Ja, aber Lenny, hat sie mir mal ein Foto von dir gezeigt, wo du jung warst. Was ist los? Ja, holy shit. Back to game, oder? Lenny, das Video zum Franziskaner Beispiel existiert halt auch einfach noch, ne? Es gibt, oder? Ja, es ist halt trotzdem noch immer nicht. Also ich wollte mal feststellen. Also, ja, nee, er macht auch vorhin gesehen. Wollte mal feststellen, dass Lenny einen Sasszettel auf der Stirn. Es bringt eh nichts. Die Sache ist, wir haben allein die ersten 30 Sekunden dieser Diskussionsrunde wurden damit verschwendet, dass niemand was gesagt hat. Dann können wir auch über anderen Scheiß reden. Ich hab niemand will jetzt sagen, wo er war. True Story. Stimmt. Ich hab heute so ist das also. Pilzen gegessen. Irgendjemand hat Lea gewotet. Alter, was ist denn das für eine Kombo? Ja, ich bin halt von links nach rechts gekommen. Was für eine Weirdo. Hä? Deswegen ist sogar auf meinem Pilz. Deswegen wurde ich gewotet. Mutet euch! Ja, wo ist? Ich finde mein Mate nicht. Wo ist mein BFF hier? Ich muss doch mit Lady Piratenkatz zusammen. Wo ist die? Wir haben uns verloren. /325. Das ist sehr hoch. Das sind ja auch gerade Celsius. Ich habe mein Teammate verloren. Wir hatten vereinbart, im Team zusammen zu bleiben und unsere Tasks im Team zu machen und miteinander zu laufen und die ganze Zeit beieinander zu sein. Das war unsere Mission hier. Was? Also, ich bin gerade unten. Nein, das ist. Ich habe die Leiche auch gerade gesehen. Ich nicht. O2 unten. Ja, genau. Ich kenne die Karte überhaupt nicht. Das tut mir total leid. Ich bin O2. Hauptsächlich auf der ersten Karte immer gewesen. Jawohl, war ich auch ein paar Sekunden noch mit Lenny. Ist auch die beste.
Ja, das stimmt. Ja, Lenny kam mir auch noch entgegen, tatsächlich. Ich bin aus. Okay, da kamen mir aber einige Leute entgegen in der Richtung. Ich weiß gar nicht mehr wer, aber einige. Zwei Leute kann ich dadurch ausschließen. Ja gut, Kai. Also, Cassie kann ich auf jeden Fall ausschließen. Ist mit mir am Anfang der Runde in Specimen reingegangen. Als wir durch Specimen halt, also Specimen durch waren, dann oben bei Lab rausgegangen sind, stand Lea Marsha vor der Tür und Zwergi ist uns entgegengekommen. Mhm. Lea Marschall. Wo bin ich euch entgegengekommen? Oben im Lab oder was? Ja, was? Ja, da hatte ich meine Tasks. Am Anfang der Runde bin ich runter, da war auch Charleston noch, die ist in Weapons Codes rein. Ja. Während ich in O2, da war, ist dann auch Lenny gewesen. Wo liegt denn überhaupt die Leiche? Das habe ich gar nicht gehört. Ich bin da ein bisschen. O2 wohl. O2. Und ich war bei dem Baum und Lenny bei den Wasserflaschen, also O2-Flaschen da. Ach so, da unten. Mhm. Dann habe ich die Geschichte mit Franzis Kamerabeispiel erzählt. Genau. Und dann bin ich aber oben rum auch wieder raus. Und jetzt bin ich kurz vor Map. Raus. Ich will raus. Der Name Lea Marsha fällt jetzt halt gerade zum zweiten Mal. Zwergi kam jetzt mal. Ich wollte gerade runter zu Specimen, weil ich da drei Tasks habe. Natürlich, ich muss aber dazu sagen, warte mal. Ich habe Swipe Card gemacht, 1 bis 10. Das habe ich auch sortiert. Grad gemacht. Ich habe einmal gefailt und dann hat es Das heißt, die Runde ging so ungefähr 45 Sekunden, wenn ich mich nicht täusche. Frage ist, kommt man mit 30 Sekunden Kill-Cooldown in 15 Sekunden, wenn man wirklich direkt killt, von O2 zum Lab? Also weil ich mit Sicherheit nicht. Dann ist es wahrscheinlich sehr knapp. Das wird knapp. Und wenn, dann könnte es eigentlich nur Zwergi sein, weil der Marsha stand schon bei... Aber ich kann auch nicht vom O2 bis zum Dingens wenden. Es ist doch... So Nein, gut bin ich nicht. Du kannst laufen, Zwergi, du hast zwei gesunde Füße, Mann. Was ist ja, ich, so gut bin ich nicht. So gut bin ich nicht, dass ich am anderen Ende der Map bin. Ich bin doch immer so ein schlechter Imposter. Ich halte mich immer direkt an der Leiche. Ich stehe immer direkt neben der Leiche. Ich bin ein schlechter... Es ist eine Ausrede bei mir. Ja, hä, wenn du sagst, du bist schlechter Imposter, dann passt das ja. Zwei Kills in zwei Runden, easy. Ja, mich findet man immer neben der Leiche stehend. Das ist. Ich bin nicht am anderen Ende der Map. Ich glaub's ja wohl, Mensch. Das klappt bei mir einfach nicht. Das kann ja nicht sein. So, Lady Katz. Gehst du lang? Folgst du mir? Muss ein Specimen irgendwie hoch. Du, gemeinsam hier, Specimen. Lady Katz. Mitkommen. Hast du einen Task? So muss das. Komm rein. So, hier. Und dieses Lady Katz jetzt nicht im Poster. Das ist natürlich blöd. Irgendwer ist nicht gemutet. Ich bin gemutet. Na komm. Komm mit. Ich hab da meine Tasks. Komm mit hier. So, ich mache jetzt meinen Task hier. Lady Katz wartet. Bin gleich fertig, dann mache ich da meinen dritten Task. Mein zweiter. Nein, nicht gehen. Ich habe hier noch eine Task. 6, 7, 8, 9, 10. So. Na komm. Mitkommt. Zusammen sind wir stark. So. Gemeinsam erschlößen. So, hast du irgendwo noch eine Task? Ich habe bei Weapons. Komm mit zu Weapons. Na, hier, gemeinsam. Weapons. Na, komm mit. Ja. Stopp, die bewacht die Tür. Thank you.
Nein! Da hat sie mich umgebracht. Als ob. Mein Teammate. Ganze Zeit war es bei mir. Dann bringt die mich einfach um. Ich bin enttäuscht. Nein! Getötet. Von Lady Katz. Oben links. Ich habe ihr vertraut. Ihr Schwein habt Lenny getötet. Ich bin unten links. Wir sind doch nur sich im Kreis gelaufen. Wir sind die ganze Zeit gemeinsam gelaufen. Ich habe tatsächlich Skybreaker und Lenny jetzt gerade auch noch zuletzt gesehen, wie und sie da die ganze Zeit um Soldier rumgelaufen sind. Und da hast du einfach Lenny umgebracht. Nein, hab ich nicht. Ich habe mein Öl gemacht. Aber wenn ihr nicht Schwein in einem negativen gebracht. Kontext, das geht nicht. Also Hanuten-Fan hier, oder? Zwei in Weapons, einer in Storage, einer ja, war links bei 2. Und irgendjemand hat gerade einen Storage. Hanuten-Fan hier. Nicht in Storage, in einem Weapons, meinte ich. Weapons. Nee, das kann hier nicht gewesen sein. Lady Katz ist von unten hochgelaufen. Ja. Ja, ist richtig. Ich habe mich auch mega verlaufen, vor allem jetzt, wo das Licht aus war. Du warst mit mir gemeinsam unterwegs. Haben gemeinsam Tasks gemacht. Ja, tatsächlich, da war ich auch fast die ganze Zeit mit Zwergen unterwegs und dann habe ich Zwerge im Dunkeln verloren. Hast du nicht? Und bin dann einfach so Richtung Licht gerannt. Und mehr weiß ich nicht. Ja, das sehe ich gerade auch. Ich möchte jetzt eine Sache von euch wissen. Wie viele Spielstunden habt ihr in Among Us? Viele. Nicht allzu viel. Hä, warum? Soll ich jetzt nachgucken oder was? Wir müssen jetzt ehrlich gesagt. Sagt einfach mal mehr als 50 oder mehr als 100 oder mehr als 200. Mehr als 100 nicht. 50 kann knapp hinkommen. Weniger. 78,2. Zwerge, hast du gerade nachgeguckt? Zwerge, du bist tot. Leute, wir müssen voten. Lea Mascha, ja. Wo warst du? Ich war unten links. Zuletzt. Also O2. Kann sein. Ich hab gerade die Map nicht. Skybreaker, wo hast du denn Lenny zuletzt gesehen? 78,2 Spielstunden. Alles also wir gemeinsam ich hab gelaufen. Ich war die ganze Zeit alleine. Ich weiß nicht. Ja, alles umsonst raus. Ja, also Lenny hat halt seine Fuel-Task gemacht. Hab ich gerade nachgeguckt, wie viele Spielstunden ich habe. 78,2. Wie hast du jetzt gewotet, Lea? Ich hab geskippt. Lady Warum? Wenn ich alleine war. Wir müssen skippen, wir müssen voten. Laufen wir gemeinsam und... Die Sache ist, Lea Marsha war jetzt zweimal sass. Dreimal. Ja, dann schmeiß mich raus. Lady Katz ist halt gerade. Ich war die ganze Zeit alleine. Ich habe meine Task gemacht. Ich habe niemanden gesehen. Ich kann nichts sagen. Ich weiß es nicht. Ihr habt jetzt alles. Das war die perfekte Deckung für sie. Danke. Wäre nett, wenn ihr mir nächstes Mal erstmal zuhört. It's your turn, Skybreaker. Ich war das perfekte Alibi. Du kannst bestimmt noch was machen. Oh Mann. Wow. Ja. Okay. Die Lea wird rausgewählt. Ja, ich kann meine Task machen. Meine zwei Lea. Ist doch vorbei, oder nicht? Ja, denkst du. Ja, leck doch. Mich am Sack. Hä? Ich fände es halt. Oh nein! Ich habe dir vertraut. Ich habe dir vertraut, Lady Katz. Ich habe dir vertraut, ich bin mit dir gelaufen. Ich war die ganze Zeit bei dir. Und dann bringst du mich einfach um. Leute, könnt ihr mir jetzt mal bitte kurz zuhören? Nein. Dann bringt die mich einfach um. Wenn ich einfach nur sage, yo, Lea ist jetzt zum zweiten oder dritten Mal sass. Ich war noch nicht fertig, ja. Ich wollte sagen, Lady Katz ist von unten gekommen. Und als ich das gesagt habe, hatten schon alle gewotet. Mir war eigentlich, ich war mir ziemlich sicher, dass es Charlie ist, weil Charlie einfach die letzte Person in der Nähe da war. Bei ich habe irgendwie auch dran gedacht, dass sie es ist, aber irgendwie mochte ich sie nicht voten, weil ich wusste es nicht. Und ich will jetzt die Geschichte von Lenny hören noch. Was für eine Geschichte? Mit den 13 Jahren, was war da los? 13 Jahre! Jahre. Ich mach meine Aufnahme kurz aus, ne? Insider zustande kam. Ja, es ist ganz einfach. Wir waren damals bei mir, ich habe da noch bei meiner Mama gewohnt, offensichtlich vor 13 Jahren. Und wir haben halt irgendwelche Leute verarscht am Telefon. Wir haben einfach mal Leute angerufen und irgendwelche. Oh Leute, das habe ich auch gemacht mit meinem Cousin, Mann. Mit Marco Sono und sowas. Ja, genau. Und dann waren wir so mittendrin. Einfach, dann kam irgendwie noch ein Kumpel dazu. Der Vladi und der. Dann haben wir ihm einfach das Telefon in die. Vlad ist der Fehler. Sagt mal irgendwas Dummes. Und er fing dann irgendwie an, von wegen, ja, hier ist der Kundenservice von Franziskaner Weißbier. Ja, in so einem richtig schlechten bayerischen Dialekt so.
ja, der Franziskaner war Eisbier. Ja, deswegen haben wir das dann, das war dann unser, seitdem war das geboren. Ja, es gibt halt sogar noch ein Video davon, weil ich habe halt früher immer alles aufgenommen irgendwie. Ja, du warst echt. Oh, diese Leute, die immer mit dem Handy. Ich hätte eigentlich YouTube dann werden sollen, denn ich habe damals immer irgendwelche Videos zusammengeschnitten. Ich habe legit Lenny irgendwie damals zu seinem 16. Geburtstag ein selbst zusammengeschnittenes Video geschickt, was total scheiße war. So ein Edit so mit Windows Movie Maker. Ja, Mann, ja, wirklich. Das war so eins liegen, so eine PowerPoint. Ja.